So, es geht weiter. Übergangsweise gleich. Wir müssen jetzt hier durch. Ein seltsamer Ort. Wir müssen einen Schlüssel finden. Und wir dürfen keine Waffen benutzen. Also, wir müssen sneaken. Ziemlich brutal. Einfach nur rennen eigentlich. Müssen aber hier auch einen Schlüssel finden. Weiß, wo man hin muss, das ist halt auch nicht einfach. Kommt überall hin, ne? Ich würde hier aber gar nicht das Geld gar nicht einsammeln, weil das bringt sowieso nichts. So, hier müssen wir einen Schlüssel finden. Aber das müsste ja gehen, ne? Das ist ja kein Feuer. Das geht. Ja, das würde gehen. Oh weh, der dreht sich jetzt um. Sieht die halt auch nicht, ne? Ja. So, so schön. Aber wo ist der Schlüssel? Okay. Ey, ich sehe hier aber auch gar nichts, ne? So, jetzt einmal abhauen.
Ich muss jetzt nicht den Weg finden. Komm mal hier weg, ey. Hauptsache raus hier. Also ihr seht schon, ne? Man hätte diese großen Viecher am Anfang gar nicht killen können. Nee, nicht schon wieder eine Schlüsselkarte. Okay, was macht der hier? Ist doch nicht so. Ich dachte, es würde irgendwie schneller gehen, dass man den findet, sage ich mal. Aber wir haben auf alle Fälle erstmal einen Kontrollpunkt. Und wieder den wunderschönen Raum. Seht ihr, hier findet man dann die Munition. Das ist dann auch wieder gut, finde ich. Das macht dann auch wieder Laune, weil man will ja auch irgendwie mal Fortschritt machen. Wisst ihr? So geht's mir. Oder würdet ihr euch was anschauen, sage ich mal, wo ihr stundenlang an einem Gegner hängt? Solltet ihr euch da auch nie angucken. Ich habe da auch nicht so viel, sag ich mal, Freizeit oder die Zeit, sag ich mal, dass man jetzt hier stundenlang was angucken kann. Also zumindest geht es mir so, wie gesagt. So, da das hier auch neu für mich ist, werde ich das jetzt hier auch wieder lesen. So, alles. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig, babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas von an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist, okay? Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist, okay? Ja, Kidman ist auch ein bisschen komisch irgendwie, ne? Das ist irgendwie auch, die ist auch die Angel, die irgendwie nicht von diesem Virus, wie auch immer. Was ist das jetzt wieder? Im Fall einer Serienmorde verschwunden, Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind in Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Also wir werden vermisst sozusagen. Na gut. So was soll es geben. Ich mich besser fühlen, ja. Den Umständen. Wie soll man sich fühlen, wenn die Welt untergeht oder man in so einer verrückten Welt ist? Da fühlt man sich nicht gut. So, Waffen. Schadensmultiplikator kritisch. Oh, 20.000 will er haben. Ich würde ehrlich gesagt noch ein bisschen den Nahkampfschaden erhöhen. Muss ich sagen. Ja. Weil das ist echt gut. Also, wenn man den pushen, denke ich, wird das oder könnte das werden. So, speichern. Haben wir nicht einen Schlüssel? Ja, doch, wir haben einen Schlüssel. Haben wir den Schlüssel gefunden? Da haben wir den schon ausgegeben. Ist schnell gar nicht. Nee, haben wir schon ausgegeben, okay.
Taste speichern. So, Leute. Ich will das Kapitel halt noch schaffen, leider. Das ist zwar jetzt ein bisschen lang, aber ist mir scheißegal. Irgendwie schaffen wir das halt noch. Das ist ja eine Session. Das heißt, wir müssen das so irgendwie schaffen. Ne? Wie gesagt, es kann sein, dass die Stimmen so ein bisschen leise sind, weil ich das jetzt mit TV aufnehmen. Aber wie gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Ich hoffe, das geht jetzt nicht mehr so lange hier. Das geht nämlich auch an den Nieren. Also man muss sich hier auch konzentrieren. Wenn man hier irgendwie die Konzentration verliert, dann sehe ich hier wieder dieses Puppengelumper hier. Ich glaube, der hat einen Fetisch für Puppen gehabt, dieser Typ. Was für ein Dussel, ey. Also, Rubik wird mir immer unsympathisch. Oh, komm, jag dich selber nicht auf, ey. Jag dich selber in die Luft, danke. Kann sich hier drinnen verstecken, aber wieso sollte ich mich hier drinnen verstecken? Mensch, griff doch mal die Puppe, Mann. Hier sind sonst nichts weiter. Es liegt, na doch, da liegt dann noch was. Warte mal, hier drüben. Zwar nur blödes Feuer, aber immerhin. Gut, weiter geht's. Warte mal, hier kann man hier ohne lang. Kann man denn hier überall lang, ey? Schon wieder so viele Wege, wir müssen bestimmt darüber. Hier sind wir hoch. Jetzt ohne lang. Aber hier ist nicht mehr so viel. Gut, dann müssen wir hier rüber. Halt. Jetzt noch hoch. Hier ist nichts. Ich weiß nicht, ob man den Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen kann, aber ich will es eigentlich nicht unbedingt machen, weil es wird ja, wie gesagt, immer noch schwerer, eher, als dass es leichter wird. Ich habe mir jetzt mal sagen lassen von jemandem, dass in einem Kapitel, dass es so crazy ist dann, dass du wirklich alles brauchst. Also da musst du wirklich eher sparsam sein, weil du dann irgendwann nichts mehr findest angeblich und so. Also ich glaube schon, dass wir das hier so lassen. Oh. Das war's, Leute. Und das waren diese Viecher im Wasser. Das sind solche Hunde, wie sie aussehen. Solche kleinen Wasserhunde. Oh, nee. Ja, wie gesagt, Leute. Wir haben es geschafft. Ja. Bin glücklich. Wie gesagt, ich bin das 11. Kapitel mittel durchgerusht. Also vor allem das erste, also die Hälfte ungefähr. Weil wie bis zu Kidman, wie gesagt, habe ich eben schon gespielt, ne? Und also bis zu diesem Raum da und ich hatte wirklich, also in diesem Raum, um das Revue mal passieren zu lassen, in diesem Raum, wo die Kidman da war, da hatte ich einen Schuss Normalmunition. Und ein Bolzen. Ja. Und da habe ich immer versucht, die Falle kaputt zu machen, sozusagen, die Teile zu holen und damit ich halt noch einen Bolzen herstellen kann. Habe jetzt gesehen, da waren so viele drin. Ging gar nicht. Nee, und wie gesagt, da habe ich eben jetzt auf leicht runtergestellt und ich finde es nicht schlimm. Ich weiß, dass ich ein bisschen genervt rüberkam, vielleicht in diesem Kapitel. Aber ab nächsten Kapitel werde ich das wieder runterfahren. Es ist nämlich auch schon echt spät. Es ist echt spät. Leute, es ist echt spät. Gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Kapitel 11 geschafft. In der nächsten Session geht es mit Kapitel 12 weiter. Keine Ahnung, wie lange das geht. Aber es gibt halt, wie gesagt, insgesamt 15 Kapitel. Und die werden wir natürlich auch noch durchziehen. Und ja, ich hoffe natürlich,
auch wenn ich auf leicht gestellt habe, dass es euch gefällt, weil ich finde es trotzdem schwer. Auch auf leicht. Ja? Ihr habt gesehen, diese Viecher halten trotzdem eine ganze Menge aus. Ja? Alles klar, Leute. Na dann, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen da. Danke.